fahre auch seit Anfang des Jahres wieder bewusst und mehr Bahn und ich versuche auch seit so ungefähr 4 Wochen vegetarisch zu essen. Das alles erzähle ich nicht, weil ich sagen will, was für ein wahnsinnig toller Hecht ich bin. Zumal ich glaube, dass einige von den Menschen, die hier anwesend sind, da deutlich mehr tun als ich. Aber ich will damit sagen, Klimaschutz ist ein Thema und vor allem muss man, glaube ich, einfach wissen, was man tun kann, um dann auch Dinge zu ändern. Wissen ist Macht und das wissen auch Julius und Lennart und deswegen haben sie Green Ideas entwickelt. Erst vor wenigen Wochen sind Millionen Menschen weltweit auf die Straße gegangen, um fürs Klima zu protestieren. Wir sind in der Gesellschaft an einem Punkt, an dem sich einiges geändert hat. Wir wollen grün leben und umweltfreundlich sein. Aber wenn wir überlegen, wie wir selber was ändern können, dann heißt es meist, wir sollen nicht fliegen und kein Fleisch essen. Das ist für viele nicht der richtige Weg. Wir haben überlegt und sind darauf gestoßen, das Problem haben wir alle, dass unser Haus ganz schön umweltunfreundlich sein kann. Denn die Seifenspender aus Plastik und das Toilettenpapier aus Holz im Badezimmer sowie die Schwämme in der Küche aus Mikrofaserplastik, die summieren sich übers Jahr und da kommt einiges zusammen. Insofern unsere Idee, wir haben eine Web-App entwickelt, die Ideen anzeigt, um das eigene Zuhause umweltfreundlich zu gestalten. Das würden wir euch gerne mal zeigen. So. Also das ist der Prototyp, den wir gerade nicht sehen. Jetzt, er ist da. So, das ist der Prototyp auf dieser. Geh nochmal zurück. Hauptmenü. Egal. Man kann auf jeden Fall in der. Hier kann man sich jetzt die Räume aussuchen und kann zwischen den einzelnen Räumen wählen. Jetzt haben wir zum Beispiel Ideen für den Raum Küche und jetzt hat man noch Unterkategorien, zum Beispiel den Lappen und kann jetzt gucken, was man tun kann, damit das Haus grüner wird. Ich bin eh. Okay, also, wie haben wir das Ganze umgesetzt? So, das Ganze haben wir halt, wir haben die ganzen Informationen von, oh, jetzt habe ich das. Ja, okay. Wir haben die ganzen Informationen halt zusammengesammelt und das in eine Datenbank eingetragen. Und dann haben wir halt eine Webseite erstellt und damit die Webseite auch, zwischen der Webseite und der Datenbank haben wir eine REST-API geschaltet, damit wir später vielleicht noch Erweiterungen machen können für zum Beispiel Apps für Android und so weiter. In Zukunft, was wir noch planen, ist, dass wir es machen können, dass User selbst was reinschreiben können. Da müssen wir aber noch überlegen, wie wir das Ganze authentifizieren, dass dann niemand Quatsch reinschreibt. Kleine Veränderungen können einen großen Einfluss haben. Machen auch Sie Ihr Haus umweltfreundlich. Vielen Dank. Vielen Dank euch zwei. Kommt vor zu mir. Ihr kanntet euch vorher nicht, ne? Und habt euch angefreundet? Wollt ihr in Kontakt bleiben? Ja, auf jeden Fall von meiner Seite. Es war ganz lustig. Am Anfang schon direkt beim Schalter haben wir uns gesehen bei der Anmeldung. Dann sind wir ins Gespräch gekommen, sind beide Klimaaktivisten, waren beide schon mal auf einer Fridays for Future Demo und ich denke schon, dass wir da weitermachen werden, ja. Habt ihr auch Ideen, wie ihr weiter an der App basteln könntet? Hast du Ideen? Ja, also bisher ist das nur eine Web-App. Wir können überlegen, oder da haben wir jetzt auch schon mit angefangen, sind aber noch nicht fertig geworden, das auch als ja, Native-App für iOS oder Android zu entwickeln, sodass man das auch zwischendurch mal gut reingucken kann, ohne eine Website im Browser öffnen zu müssen. Erklärt mir doch mal genauer, ich habe alles ganz gut verstanden, denke ich, aber eine REST-API, was ist das? Könnt ihr das in einfachen Worten erklären?
Vielleicht eine andere Frage, weil das Backend habe ich gemacht, dann kann er noch was dazu sagen. Okay, Lennart, dann erzähl dir mal doch mal, was die Herausforderungen bei der Arbeit für euch waren. An sich würde ich sagen, war das eine relativ einfache Übung und deshalb hatten wir nicht so viele Herausforderungen, da ich halbwegs mich ein bisschen mit Frontend auskenne und er ganz gut mit Backend war, haben wir das, glaube ich, ganz gut gemeistert. Konntet ihr auch gut zusammen Brainstorming machen? Ja, ich denke, das ging. Jetzt will ich das mit der API trotzdem wissen, Julius. Ja, also es ist nicht vorteilhaft, von einer Website oder von einer App aus eine direkte Verbindung zur Datenbank zu machen. Das wäre unsicher, weil die App ja auf dem Handy läuft und dann könnte man vom Handy aus schauen, wie die Datenbankzugangsdaten sind und da manipulieren. Also ist da was dazwischen, dass diese REST API und die verarbeitet die Anfragen von der App oder von der Web-App, sendet die Anfragen an die Datenbank und liefert ein Ergebnis. Super, ich danke euch beiden. Green Ideas!